Alter Finne, Schwede und Norweger, wir sind in einem unterirdischen Komplex und Himmel, wo führt der hin? Oder sollte ich besser Hölle sagen? Das Gelände hier ist so weitläufig und da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Okay. Schön, ich habe kann einen Raketenwerfer mitnehmen. Gegen den Botti bestimmt nicht schlecht, aber. Elektroschockpfeiler, aber sieht jetzt nicht so aus, als wären die in irgendeiner Art und Weise barmherzig. Platz das blöde Ding einnimmt, ne? Fallen lassen und es wird trotzdem nicht ausreichen. Was ich fallen lassen habe, ist jetzt offenbar einfach weg. Habe ich so nicht bestellt. Ach nee, da ist es gefallen. Kann halt nicht mehr Platz machen.
möglichen Sichtkontakt. Hat doch gerade noch woanders hingeguckt, Mensch. Besser so. Ich darf euch vorstellen, großes tödliches Body. Botti selbst hier noch. Oh, ich wollte schon fragen, wie nah kommst du mir, mein Schnuckiputz? Unsere Nasen berühren sich schon fast. Ich weiß nicht, ich muss eigentlich runter. Das ist eine fiese Kamera. Ich habe keine Auto-Ecke mehr. Die Kamera. Er bekommt nicht mal einen einfachen Karton hochgeholt. Dachte, er ist augmentiert. Ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht gut.
geh zurück. Jetzt lang. Scheiße, 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 scheiße. Ich wusste, ich bin zu nah an der Kamera. Mann am Boden! Ich glaube, er lebt! Zustand überprüfen, danach Gebiet durchsuchen. Jetzt ist hier oben natürlich die Hölle los. Scheiße. Bin bereit! Das Kamerasystem darf gerne wieder aufhören, den Alarm zu pushen. Also ehrlich, ich würde mich am liebsten hier fernab von aller Augen einfach nur durch irgendwelche Schächte schieben. Ich sehe irgendwie nicht, dass das hier besonders zielführend ist, mich da draußen aufzuhalten. Elektroschockpfeile, nett. PDA. WKS 3021, Rahm L, DSEC 1. Können mir meiner Kenntnis nach in die Schächte nicht folgen, das wäre es jetzt noch. Ach, Kinder, 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 ist das eine Scheiße. Nö, sehe ich nicht. Sind sie zumindest nicht mehr so auf mich fixiert. Also sie sind natürlich noch alarmiert, aber haben meine Spur verloren. Da drüben.
Schauen wir doch mal. Drei Texte. Man kann sie mir jetzt hier in aller Sinnfriedruhe durchlesen. Mark, angesichts der Ankunft und des anschließenden Einzugs unserer gemeinsamen Freunde bitte ich Sie, sämtliche Dateien der Sicherheitsstufen Orange und Rot sowie alle streng geheimen Daten auf eine externe Festplatte zu kopieren und bis spätestens Samstag 24.00, also Mitternacht, von Ihrem Computer zu löschen. Wir stellen denen zwar unsere Räumlichkeiten zur Verfügung, aber ich sehe keinen Grund, noch mehr Regierungsgeheimnisse preiszugeben. Joseph Mandalay, Berater des stellvertretenden Verwalters Nationale Bereitschaft. Zweimal in 6 Monaten? Was soll der Scheiß? Antwort: Logins für alle Söldner. Scheiße, vergessen Sie. Setzen Sie die Typen in den Konferenzraum. Arbeitsplatz DET WKSO 0666. Schotten Sie ihn von unserem internen Netzwerk ab und löschen Sie die Festplatte, sobald sie weg sind. Außerdem, Sie müssen vermutlich allen Sicherheitsrechnern ein gemeinsames Login mit entsprechenden Zugangsdaten verpassen. JM. DET WKS 3021 secfema.net schrieb: Ich will ja nicht meckern oder so, aber werden die nicht einen temporären Arbeitsplatz brauchen? Beim letzten Mal wollten sie einen. So, okay, der Alarm ist abgebrochen. Zu gemeinsames Login. Betäubungspfeile. Nett, nehme ich. Der Drachenpopel noch eins, ich muss hier weg. Bist du? Eine EMP-Granate. Ja, warum nicht? Spexer. Da hatte ich doch, glaube ich, auch einen Code für. Den muss ich aber nochmal nachschlagen. Und zwar an der sicheren Ecke irgendwo. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Spexor hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Auch als Login-Daten. Keine Ahnung. Ich muss weiter.
Ah ja, war mir schon klar. Haben Sie denn Schießen gelernt? Kommen Sie zurück! Sehe ich nicht. Kommen Sie raus! Sehe ich immer noch nicht. Jensen, die überwachte Frequenz war gerade kurzzeitig aktiv. Ich vermute, die Typen wollen abziehen. Ja, das Gefühl habe ich auch schon langsam. Irgendeine Idee, was dahinter steckt. Sie benutzen einen Code, aber so wie ich das sehe, ist der Anführer immer noch ein Stockwerk unter Ihnen. Gute Arbeit, Pritchard. Ich suche ihn. So, Alarmzustand aufgehoben. Wenn ich die Dummschwätzer immer noch höre. Bist du aufgehoben? So, mal schön im toten Winkel bleiben. Und weiter geht's. Krankenzimmer? Okay. Blutpacks? Das sieht ja toll aus hier. Ups. Gerade war es noch so schön dunkel. So, der Krach. Der Lücken. Ich kann ihn jetzt nicht zufälligerweise dazu bewegen, das hochzuheben, oder? Ich denke, ich werde mir irgendwie was anderes ausdenken müssen. Diese Lagerhalle hier weiterkommen. Spiel hat gespeichert. Seht mal da, ein verirrter Pfadfinder. Das ist der Kerl, der meine Operation in der Leichenhalle ruiniert hat. Leg ihn um, Barrett! Oh, mit dem größten Vergnügen. Thank you.
Feuern! Komm rein, sehen! Jetzt ist gut. Und ich habe alle Waffen abgelegt. Kann ich die Sequenz mal skippen? Doch, kann ich. Eine Schrotti. Sechs Schuss. Nett. Mein Junge, kannst du dir sonst wohl entschieden? Okay, kann ich dahinter. Schade. Was ausprobieren. Zu töten. Magst du Ananas, Kleiner? Das wirst du mir büßen. Hör mal. Verletzt er sich mit den Granaten gerade selber? Das reicht jetzt! Weißt du, Junge, so mag ich's am liebsten. Mano e mano. Mann gegen Mann. Jetzt kommt's drauf an, mein Junge. Come on!
raus, Grünschnabel! Weißt du, Junge, so mag ich am liebsten. Mano, ey, Mano. Mann gegen. Jetzt kommst du drauf an, mein Junge. Selber aus mit diesen Granaten. Ich finde das toll. Mach weiter so. Mach das toll. Du wirst mich anflehen, genau wie deine kleine Freunde. Es war zwar absolut gemogelt, aber ich hab nur die Umgebung genutzt. Hey, und der hat sich selber verwundet. Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie.
Ihr Anführer, der Kerl, der sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie FEMA auf Seraph Industries angesetzt? FEMA? Denkst du, FEMA schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als FEMA. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Sag ihn. Dass dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Jensen, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen? Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind Sie okay? Ja. Geben Sie mir Seraph. Erst bringe ich Sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole Sie dort ab. Okay. Bitte, Fahrstuhl, bring mich nach ganz oben. Meisterter Kampf gewesen. Okay, vielleicht nicht unmöglich. Ich meine, er hat sich ja mit seinen Granaten selber verstümmelt, aber. So. Gut, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Likes und auch Kommentare freuen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Deus Ex Human Revolution dann wiedersehen. Bis dahin und Tschüssikowski.